Tja, und damit herzlich willkommen am 6.8.2022. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens in der Früh. Mal wieder die allerbesten Lichtbedingungen ausgesucht, zumal wir hier mitten auf dem Wasser stehen und hier nicht irgendwo auch nur ein Fitzelchen Schatten ist. So, ich filme einmal rum. Wo könnten wir uns hier aufhalten? Niemand weiß es. Man kann es auch, glaube ich, nicht lesen da hinten. Da hinten steht auf jeden Fall ein gelbes Schild. Und da steht Bevergern drauf. Und Bevergern ist ein Ortsteil der Stadt Hörstel. Und hier in Bevergern ist 1915 das sogenannte Nasse Dreieck entstanden, welches, beziehungsweise der Name begründet sich daraus, dass hier der neu gebaute Mittellandkanal, der 1905 in Auftrag gegeben wurde, 1915 fertiggestellt, auf den bereits bestehenden Dortmund-Ems-Kanal getroffen ist. Und man hat das dann eben das Nasse Dreieck genannt. Ich mache da nachher mal noch einen Screenshot von Google Maps, da kann man das mal sehen, wie das halt aussieht. Ne? Da kann man sich das vorstellen, warum es so heißt. Hier am Nassen Dreieck, beziehungsweise überhaupt an wichtigen Binnenschifffahrtsstraßen, hat es natürlich auch entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu Weltkrieg II Zeiten gegeben. Und hier befinden sich so ein paar Relikte im Umfeld. Und die werde ich euch heute mal zeigen, bei allerbestem Wetter. Ich denke, wir werden ein paar nette Eindrücke gewinnen können. Und wir bewegen uns jetzt erstmal hier vom Kanal weg. Und wir gehen rüber. Ja, man sieht es jetzt gar nicht. Aber da hinten, diese Richtung, befindet sich schon ein Ausläufer des Teutoburger Waldes. Und da befinden sich schon entsprechende Relikte aus der damaligen Zeit. Und die Schleuse filme ich euch gleich auch noch mal eben kurz im Vorbeigehen. Wobei ich dazu auch nicht viel sagen kann, da ich nun mal auch, also wenn ich irgendwas nicht bin, dann ist es Schifffahrtsexperte. Alles klar. Bleibt dran, wird bestimmt spannend werden. Und dann bis gleich. Ciao, ciao. So, bevor wir jetzt an der Schleuse vorbeigehen, auf den Ausläufer vom Teutoburger Wald, hat der Dexter sich erstmal als Indianer verkleidet. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Sondern hier befindet sich schon mal das erste Relikt. Hier ist ein schmaler Pfad, da hinten sieht man den Kanal. Und zwar sind hier Betonfundamente. Etwas genauer bzw. besser. Hier ist auch noch so ein Fragment. Lässt sich das hier vorne beobachten. Und zwar haben wir hier Aussparung. Hier vorne ist auch noch mal eine Aussparung drin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was soll es sein? Ich kann es euch verraten. Es sind die Fragmente oder die Übrigbleibsel eines sogenannten Flaksternes. Und hier in Bevergern haben wir das große Glück, dass so ein Flakstern komplett erhalten ist. Und ich sogar noch Informationen, ich kenne den seit Jahren, das Ding. Ich wusste aber nie, wie funktioniert das, ne? Wie war die Flak da drauf und so weiter. Ich habe da nochmal gegoogelt und ich kann es euch jetzt auch nachher anhand des komplett erhaltenen Flaksterns dann mal erklären, wie es ungefähr ausgesehen hat. Ich habe da keine Bilder von gefunden, leider. Vielleicht hat ja jemand was und kann es dann mal in die Kommentare posten. Ja, genau, okay. Also, Flaksternfragmente und ich weiß nicht, ob hier noch weitere sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne also nur diese da und ich kenne halt den komplett erhaltenen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch irgendwo anders eine Flak stand. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe nichts dazu gefunden im Internet und ja, wir gehen jetzt weiter. We'll be right back.
Seite ist gewechselt. Das nächste Ziel ist das untere. Outfit ist ebenfalls gewechselt. Wir dürfen sehr gespannt sein, was es hier zu kneistern gibt. Kehle, wenn einer kommt. Auf Kehle. Boah. Look at this. Zeichen einer früheren Kultur. Prähistorische Höhlenmalereien. Ja, meine lieben Freunde, wir haben eine Weltsensation entdeckt. Da gibt es gar keine Frage. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Primitive Bestuhlung, möchte ich sagen. Das ist ja ungeheuerlich. Was haben wir hier noch? Nichts. Moos. Oh, Kopf angeschlagen. Eine Warnung. Das ist ganz klar eine Warnung. Derer, die hier untergegangen sind. Ja, der Hund wittert auch Unheimliches. Ich bin mir sicher. Deswegen verlässt er die Höhle auch jetzt schnell. Und ich auch. So, Kamera umbauen. One take. Affengeil. Tja, meine lieben Freunde. Wir befinden uns hier an der sogenannten Hexenhöhle in Bevergern. Das ist schon eine sehr coole Sache hier. Wie ich mal erzählt bekommen habe, haben hier auch, nee, du bleibst hier, das war nur ein Stein. Wie ich mal erzählt, aus Erzählungen weiß, dass hier auch Leute bzw. Zivilbevölkerung als auch das letzte Aufgebot der Wehrmacht, was hier nicht noch so lang hangelte, auch Schutz vor Bombenangriffen in der Höhle gesucht hat. Ist aber nur so eine, ne, es ist halt vom Hörensagen, ich kann das jetzt nicht durch irgendeine Quelle verifizieren. So, ja, die sogenannte Hexenhöhle. Wir gehen jetzt, ich gehe zwar gerade runter, aber wir gehen gleich nochmal wieder hoch. Ich habe hier noch was vergessen, was ich mitnehmen muss. Und dann muss ich auch was zu trinken haben. Ne? Und dann sehen wir uns da oben nochmal wieder. Da gibt es nämlich auch noch ein, zwei ganz interessante Dinge und auch einen tollen Ausblick noch. Also bis gleich. Ja, Berghund. Dann gehen wir mal gucken. Ja, das ist schon eine ganz schöne
Vertragsgruber-Angelegenheit hier. Kann man nicht anders sagen. Oh Gott, oh Gott. Aber wir filmen das jetzt mal auch in eins durch. Da haben wir auch schon den Punkt hier erreicht. Da sind wir oben. Also, ja, wie es immer so ist auf so einem Bergrücken oder auf einer, wie heißt das denn nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Schon so oft bemüht den Namen, aber jetzt ist er gerade weg. Ja, nach kurzem aber doch heftigen Anstieg sind wir hier oben angekommen auf dem, ja, Grat. Ist das ein Grat jetzt? Ja klar, Grat, ne? Das kann man auch als Grat bezeichnen, genau. Ja, das ist also hier, ne, die, sozusagen der, dieser Ausläufer des Teutoburger Waldes. Da wird sich schon ausgeruht. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen zu sehen, beziehungsweise zu entdecken. Und da gehen wir jetzt in diese Richtung mal runter. Dann laufen wir das ganze Teil hier einmal komplett ab, weil es doch das ein oder andere gibt, was ich da über die, ja, über die Jahre, hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber immer mal wieder bei Ausflügen entdeckt habe. Das Woodland wirkt ganz gut, ne? Ja, ich fand Woodland auch immer irgendwie, fand ich auch immer irgendwie cool. Ja, so, das war jetzt off-topic. Jetzt bis gleich. Mein Gott, was ein Durcheinander heute. Um das Ganze jetzt nochmal eben zu erklären aus militärischer Sicht und warum es hier Sachen zu sehen gibt, die ich euch gleich noch eben in Einzelnen anfilmen werde. Wir befinden uns ja hier am Ausläufer des Teutoburger Waldes. So ein Berg oder Hügelkette, wie auch immer man das nennen mag, ist ja immer auch ein natürliches Hindernis. Und solche natürlichen Hindernisse, die sich dann auch über weitere Distanzen erstrecken, sind dann auch immer Sachen, die man dann verteidigt. Und hier sind entsprechende Überreste von Verteidigungsanlagen zu sehen, Schützenlöcher und so weiter. Gekämpft wurde auf der Seite hier von Bevergern, soweit ich das weiß, nicht. Der Ausläufer wird dann hier durchschnitten durch den Dortmund-Ems-Kanal. Ab da hinten geht es dann wieder hoch. Und der gesamte Bereich vom Dortmund-Ems-Kanal dann ab dem Nassen Dreieck bis hin zum hockenden Weib in Ibbenbüren, da fanden heftige Gefechte statt. Da sind auch zwei Kriegsgräberfriedhöfe. Da gehen wir jetzt aber heute auch nicht mehr hin, weil das jetzt hier im Endeffekt ja also nicht zu dem Bereich des Nassen Dreiecks gehört, den ich euch zeigen wollte. Wir bleiben also auf der Seite, wo der Mittellandkanal anschließt. Und hier gibt es allein schon genug zu sehen. Und den anderen Bereich kann man auch mal noch machen. Ne? Dann würde ich dann aber auch die beiden Kriegsgräberfriedhöfe mitnehmen. Kriegsgräberstätten, glaube ich, ja. Mitnehmen und dann, ja, vielleicht machen wir mal eine Wanderung da und guck mal, was man auch links und rechts des Weges so findet. Ich kenne da ein paar Stellungen, die liegen aber direkt gegenüber des hockenden Weibes. Die habe ich auch mal entdeckt, aber mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht nochmal interessanter Inhalt für ein anderes Video. Schauen wir mal, wie das Video jetzt hier überhaupt ankommt. Gut, genug geschwafelt jetzt. Wir gehen also quasi von Westen nach Osten mal hier diesen Pfad lang, wo ihr dann auf der rechten Seite auch wieder die Hexenhöhle kommt, und schauen uns hier mal ein paar Sachen an. Ich habe hier das erste, was ich entdeckt habe, das kann ich jetzt schon direkt mitnehmen, hier in die Moderation rein. Das müsste eine, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall war es eine Stellung. Man sieht, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so gut rüberkommt, ne? Man sieht hier den Erdaushub. Hier geht es runter und da vorne geht es wieder hoch. Und dann sieht man hier so eine Rundung. Hier könnte also durchaus eine MG-Stellung gewesen sein. Das ist natürlich jetzt alles reine Mutmaßung. Aber meines Erachtens deutliche Hinweise darauf, dass wir es hier mit einer Stellung aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. So, knappe 20 Meter weiter haben wir hier das nächste sanft andeutende Bett.
ich nenne das jetzt einfach mal Bett, ne? Ist natürlich kein Bett, ist eine Stellung. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt auf der Kamera, ob man sehen kann. Das sind ja doch immer so auch so Nuancen. Ich filme jetzt hier auch ein bisschen viel von den Bäumen. Warte mal, ich stelle das mal eben um. Also die Bäume, ist klar, die waren natürlich damals noch nicht da. Die sind sowieso noch nicht so ganz alt. Hier sieht man Aushubspuren. Nach vorne hin ist auch ein kleiner Wall erkennbar. Hier nach rechts sind auch entsprechende Aushubspuren. Und ja, das hier allgemein, der gesamte Eingangsbereich, der ist so abgeflacht. Das war scheint mit Sicherheit auch so eine Zwei-Mann-Stellung gewesen, aus der man dann entsprechend in die Richtung, und es ist auch genau die Richtung des Kanals, ne? Also die Wirkrichtung passt auch, von woher der Feind kommen sollte oder auch kam. Ja, das, sowas sieht man natürlich nur, wenn man da ein bisschen Auge für hat. Ne? Sonst das wird hier keinem auffallen. Das ist also wirklich sehr, ist halt wirklich nur zaghaft noch angedeutet, das Ganze. Was auch noch auf dem Weg liegt, das ist diese. Ja, die kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Es ist eine riesengroße uralte Buche. Richtig toller Baum. Es ist eine Art, ja, ich würde sagen schon, das ist schon ein Naturdenkmal, wobei das hier gar nicht bei Google Maps verzeichnet ist. Was es denn nun sein mag. Aber der Baum, wenn der reden könnte, der könnte einem einiges erzählen. Und unterhalb des Baumes befindet sich noch so eine Steinformation. Ja, jetzt würde der eine oder andere YouTube-Kanal wird jetzt hier auch irgendeine okkulte Stätte herbeischwurbeln. Wir machen das nicht. Wir sagen einfach mal, es ist eine Steinformation. Wir wissen nicht, wann das hier aufgestellt wurde. Und ich denke, der Heimatverein in Bevergern oder die Leute daraus, die können einem da mehr zu sagen. So, was auch ganz interessant ist hier, sind in dem Umfeld auch so kleine Hügel und Erhebungen. Ich kann da jetzt nichts zur Entstehung sagen, das wird wahrscheinlich alles natürlich sein. Und direkt neben dieser Sitzgruppe einer längst verloren gegangenen Kultur, die wahrscheinlich auch irgendwo noch einen Eingang in die Unterwelt hat und die nach Süddeutschland führt, haben wir weitere Schützenlöcher. Also das ist auch hier interessant. Also ein Feuer, eine Feuerstelle ist es nicht. Man könnte das vielleicht meinen, aber es zieht sich halt noch weiter hier rum. Wir gehen hier mal weiter. Dann haben wir, ja, grob überschlagen sind das 5 Meter. Haben wir noch so ein Loch. Und dann gehen wir weiter, sagen wir nochmal 5 Meter. Und hier haben wir nochmal eine Stellung. Das also waren für Einzelschützen. Das hier war wieder eine Stellung für, ich denke mal, 2 Schützen. Der Einstieg wird hier gewesen sein, wo man diesen Birkenast sieht. Da konnte man entsprechend reingleiten in die Stellung. Und jetzt geht es nochmal weiter. Auch wieder, ich denke, um die 5 Meter. Und da haben wir das nächste. Das nächste Loch. Ich glaube, das waren dann jetzt auch alle. Ja, hier hinten ist nichts mehr. Man sieht also klar, klare Strukturen hier, möchte ich sagen. Also, wenn mir einer plausibel sagen kann, was das sonst sein soll, er möge sprechen. Ich möchte ja auch nicht mein ganzes Leben lang mit falschen Informationen rumlaufen und dumm sterben. Also, gut. So, jetzt gehen wir noch mal weiter hier. Spannend, spannend. So, wir sind hier noch mal genau an dem Standort, wo es hier runter zur Hexenhöhle geht. Und genau hier hinter befindet sich auch noch ein Aushub. Wo ich aber, das ist reine Mutmaßung, ne, wo ich überhaupt nicht sagen kann, ob das irgendwas mit Zweiten Weltkriegstagen zu tun hat oder nicht. Hier in dem Bereich sind auch Steinbrüche. Ihr seht hier, da ist auch
Leute, ey, das ist nicht mein Freund, ne? Ihr seht hier schon so eine Kante, da hat jemand mal gegraben. Das ist hier nichts Natürliches. Das ist auch kein Bombentrichter, weil das hier so quadratisch ist und auch halt sehr gerade verläuft. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan davon. Vielleicht ist es auch so eine Art, ja, es macht eigentlich keinen Sinn, ne? Für einen Steinbruch hier oben drauf so eine Probegrabung macht, glaube ich, keinen Sinn. Wer macht das? Wenn du willst, musst du das Zeug auch runterbekommen. Ich denke, die fangen immer irgendwo an, wo sie auch sich weiter vorarbeiten können, also eigentlich am Fuße eines Berges. Aber ich bin auch kein Steinbruchbrecher, Brachbruch. Ja, also ist auf jeden Fall ein interessantes Ding hier. Kann natürlich sein, dass man hier auch einfach größere Mengen an Soldaten vielleicht untergezogen sind. Ja, keine Ahnung. Will ich mich in keinster Weise festlegen. Es ist nur auf jeden Fall eine interessante, ich nenne es jetzt einfach mal Landmarke, die man hier noch sehen kann. So, dann haben wir hier noch direkt auch hier. Ja, das ist ziemlich ausgelatscht. Ich kann jetzt auch touristischen Ursprung, weiß ich nicht. Hier geht es wieder hoch. Hier kann man so durch, ne? Das ist natürlich jetzt hier im Laufe der Jahre entstanden, dieser Durchgang. Und dann haben wir hier auch nochmal einen Wall. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Hier wurde auch geschachtet. Hier war auch eine etwas größere Stellung. Gut. Und weiter geht's. Wobei ich auch klar festhalten muss, die das gesamte Gelände hier, das ist so zerschnitten. Hier gibt es so viele natürliche Deckungsmöglichkeiten, dass man da eigentlich schon gar nicht mehr schachten musste, großartig. Das konnte man so also verwenden, wie es war. Ja, dann muss man auch noch bedenken, wir waren hier gegen 1945. Ja, der Krieg, der war fast zu Ende. Was hier an Soldaten war, die waren sowieso alle völlig, ich denke, in desolatem Zustand. Da war die Motivation wahrscheinlich auch nicht mehr so hoch. Ich mutmaße mal, dass hier auch ziemlich viel Volkssturm zum Einsatz kam. Das waren Männer, ja, die waren dann Volkssturm, 16 bis 60 Jahre. Alles, was irgendwie noch laufen konnte, wurde da an die Front gekarrt. Ein totaler Irrsinn. Also das wirklich. Und, ach, jetzt fällt mir noch ein, ich habe noch was gesehen gestern. Noch eine Dokumentation. Welche Schlacht war das denn jetzt? Ja, dummerweise habe ich den Namen vergessen. Ich gebe euch einen Link dazu unten in die Videobeschreibung rein. Super Kanal, wird von einem Historiker gemacht, der auch, es ist jetzt auch eine Mutmaßung, ich glaube, der ist irgendwie Oberst der Reserve bei der Bundeswehr. Auf jeden Fall macht er tolle Beiträge, die habe ich schon öfter bestaunt. Und was da an Fehlentscheidungen getroffen wurde, also militärische Fehlentscheidungen, die von einem speziellen Herrn getroffen wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Also es ist wirklich ungeheuerlich. Ja, und das zieht sich ja durch den ganzen Krieg so. Also was da passiert ist, da also einfach nur, ja, das ist menschenverachtend, ne? Nichts anderes. Das ist richtig, richtig schlimm gewesen. Gut. Eine Stellung habe ich hier noch. Und dann sehen wir uns gleich unten nochmal wieder an dem Kanal. Ja, so sieht es hier übrigens aus. Hier vorne ist nochmal abgesperrt. Ja, komm, dann wollen wir jetzt nicht so einen Hallas machen. Gehen wir mal eben drüber her. Hier unten ist nämlich, glaube ich, auch dann, oder hier ist der ehemalige Steinbruch und so weiter. Na, da geht es also schon derbe runter. Und
hier hat man noch einen wunderbaren Ausblick über, ja, über Bevergern und das dahinter befindliche Münsterland. Sehr schön. So, bis gleich. Jo, ich hab's gefunden. Und zwar, wie man hier unschwer erkennen kann, dass hier Umlenkrollen für, ja, die ist jetzt fest, ja, fast fest, für, ich gehe davon aus, Stahlseile. Hier wird irgendwas, war hier motorbetriebenes Fließband. Hier oben könnte der Motor gestanden haben, auf diesem Gestell. Ne? Da sind ja auch entsprechende Bohrungen, um was festzumachen. Und dann haben wir hier, das ist super interessant, ja, die Fläche, diese Teile, ich kenne mich nicht aus mit Fördertechnik, aber ich weiß, dass es Fördertechnik heißt, das ist auch schon mal was wert, ne? Ist schon geil. Ja, alles total fest, da ist dann irgendein Band drüber hergelaufen und hat was nach oben befördert oder was nach unten befördert. Dazu habe ich auch nichts gefunden im Internet. Das, also von diesen, auch diesen Umlenkrollenteilen hier unten, was ich gerade schon gefilmt habe, da stehen noch diverse. Das geht halt bis runter komplett ins Tal rein. Also das wäre noch so eine Sache. Da würde ich mich auch sehr interessieren, was das war, wofür es war, wer es betrieben hat. Also wenn das hier, dieses Video doch jemand sehen sollte, der sich mit Bevergern gut auskennt, der da vielleicht herkommt, super, super gerne Informationen in die Kommentare. Ja, ich habe jetzt noch ein, zwei Sachen entdeckt, wo ich sage, das war wahrscheinlich auch eine Stellung. Lassen wir jetzt. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Einblick erhalten in diese Geschichte hier oben. Bevor das, ja, ich glaube, ich habe vorhin schon mal gesagt, zu langweilig wird, gehen wir jetzt mal und vollziehen einen Stellungswechsel wieder nach unten in das Tal. Also, bis gleich. Oh, nochmal eben Tipps vom Profi, womit ich jetzt nicht mich meine, sondern ich habe hier gerade noch eine Wanderin getroffen. Und wenn ich jemanden mit dem Rucksack hier treffe, dann denke ich mir, ja, die geht wahrscheinlich den Hermannsweg. So war es auch. Kurz mit unterhalten. Beziehungsweise ich habe sie gefragt, wo denn der Hermannsweg jetzt eigentlich anfängt. Ich hätte natürlich jetzt auch googeln können und bläh, aber wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt für sowas, ist das ja auch immer eine ganz nette Sache. Und sie sagte, sie geht den Hermannsweg und der fängt an in Rheine. Hat dann aber auch gesagt, der gesamte Weg von Rheine bis nach Hörstel, also sprich bis hier zum Fuße, wo wir da gerade fast am Anfang standen, ist total langweilig, ist alles nur irgendwie Asphalt und es ist flach. Und ich glaube, beziehungsweise an alle, die den Hermannsweg gehen wollen, ich würde dann gar nicht von Rheine aus gehen. Das ist ja vielleicht dann für denjenigen, der unbedingt die Kilometer haben will, macht das schön sein. Aber wirklich interessant ist das dann erst hier an der Anschlussstelle Bevergern. So, das nur noch mal eben so am Rande. Bevor wir zu den restlichen militärhistorischen Teilen kommen. Wir stehen hier, wie ihr gerade schon im ersten Handfilm gesehen habt, auf einer sehr, sehr malerischen, wunderschönen Brücke, die den Mittellandkanal überquert. Das heißt, hinter uns, da ist der Teutoburger Wald. In diese Richtung geht es dann direkt nach Bevergern ins Städtchen rein. Hier befindet sich die Schleuse, der Hafen quasi, beziehungsweise, das ist eigentlich Quatsch, ich glaube der Hafen, der kleine Hafen irgendwie, der befindet sich dann auf dieser Halbinsel oder dazwischen gelagert. Ja, nagelt mich nicht drauf fest. Hier auf jeden Fall haben wir den Ausblick auf den Dom- und Emskanal, der sich also jetzt hier von links nach rechts bewegt und entsprechend der Mittellandkanal fließt hier mit auf. Und jetzt kann man so erahnen, warum das hier nasse Dreieck genannt wird, weil sich hier eine Dreiecksform grob abzeichnet. Ja, und jetzt gehen wir weiter und
Wir werden wieder zurückverlegen auf die Seite oder auf die Bevergerner Seite. Ja, da ist mir auf dem Weg zu unserem eigentlichen Drehort noch was aufgefallen. Und das ist mir schon wieder, ne, sauer aufgestoßen, weil es ist halt der Blickwinkel. Als, ich sag mal, als Selbstständiger hast du natürlich immer einen Blick auf die Kosten und auf gewisse Notwendigkeiten. Ich komme also aus dieser Richtung gefahren. Da sind mir schon drei Schilder sind mir da aufgefallen. Drei Schilder für eine Institution. Ich fahre hier weiter. Was sehen wir hier? Wir sehen fünf Schilder für eine Institution. Ich möchte gar nicht wissen, ob da hinten auch noch drei Schilder für diese eine Institution stehen, was diese Schilder gekostet haben. Und ich möchte ganz klar darauf hinweisen, es besteht überhaupt, aber wirklich überhaupt keine Notwendigkeit. Und ich zeige euch das, ich drösel das jetzt auf. Den Bauhof Bergeshövede, den Außenbezirk Altenrheine und das Kompetenzzentrum für das Taucherwesen in der Wasserschifffahrtsamtsverordnung Verein hier einzeln aufzuzeichnen. Es ist wirklich, genau, ihr könnt da meckern und ihr meckert da auch. Die Gänse meckern da zu Recht drüber. Was soll der Schwachsinn? Ein Schild, wo drauf steht, Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle, reicht doch wohl vollkommen aus. Es ist ja nicht so, dass wir hier drei verschiedene Eingänge hätten. Also ich kann alles, ne? Selbst dann würde ich sagen, ist es noch zu viel. Weil es kann, wenn es jetzt drei verschiedene Gebäude wären, die hier an der Straße liegen, dann kann man ja spätestens ab dem entsprechenden Gebäude das genau unterteilen und benennen. Aber wofür mache ich hier so einen Schilderwald, wenn es nur einen einzigen Eingang gibt? Und wenn jeder weiß, wo er hin muss, dann kann man sich auf dem Gelände, muss man sich sowieso nochmal orientieren. Ich finde das unfassbar. Das ist einfach nur wieder Geld rausschmeißerei without end. Behörden eben, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, kurz vor der Schilderwahnsinnsbehörde befindet sich hier noch ein kleiner Luftschutzbunker. Wenn man ambitioniert ist, kann man da sicherlich auch reinkriechen. Ich bin aber heute nicht ambitioniert. Auf jeden Fall nicht dahingehend. Ja, und um euch das nochmal eben auch zu zeigen, mit der Wasserschifffahrtsvereinigung hier. Hier ist der Eingang. Ne? Hier ist ein Eingang. Ohne Worte. Nach all der Aufregung kommen wir zum Positiven. Herzlich willkommen beim Flakstern. Sie sehen nichts. Ich werde Ihnen das zeigen. Wir haben uns ja vorhin diese zwei Betonfragmente angeschaut. Ich habe das hier mal ein bisschen freigelegt, weil es in Teilen auch total verkommen ist hier. Und wir finden hier gewisse Merkmale dieser Betonfundamente auch schon wieder. Hier geht noch so ein Zipfelchen ab. Und hier bekommen wir so langsam mal einen etwas klareren Überblick über die Konstruktion. Das geht dann da hinten weiter. Da ist dann auch noch mal ein Ausläufer. Und hier ebenfalls. So, der Dexter geht da auch schon gerade auf dem Ding rum. Wir gehen jetzt hier noch mal runter. Dann zeige ich euch das noch mal. Dann kann man sehen, was das überhaupt der Ausmaße hat. Das ist also kein kleines Miniteil. Das ist also hat schon seine, ja, wie soll ich das sagen, ja, hat schon so eine gewisse Erscheinung. Also wenn man das sieht, stellt man das fest und sagt auch, aha, das ist ja interessant, das könnte es sein. Ja, und über die Wirkungsweise oder was man hier gemacht hat, wusste ich auch ganz lange Zeit nichts. Dann habe ich nochmal Google intensiver bemüht
und kann euch jetzt sagen, in diese Öffnungen, wobei diese hier an den Außenwänden sehr interessant ist, die laufen nämlich hier so schräg aus. Das heißt, hier war wahrscheinlich irgendeine Art von Stange drin, wie auch immer. Hier lief irgendwas hoch, zum Abspannen vielleicht. Hier sind ebenfalls diese Löcher. Und hier ist auch dieses Eckige, was wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Das Ganze war dafür gedacht, dass man in die Löcher Stangen stecken konnte. Wie hoch die jetzt genau waren, kann ich nicht sagen. Aber auf den Stangen selber hat man dann ein Podest gesetzt. Also ich sag jetzt mal grob, wie so eine Art Hochsitz. Und auf diesem Podest wiederum, da stand eine 2 cm Flugabwehrkanone. Dafür hat man dieses Fundament gebaut. Einfach nur, um Höhe für diese Kanone zu erwirken. Hier war sicherlich damals auch schon Wald, weil hier sind auch schon alte Bäume dabei. Und man muss halt dann irgendwie über die Baumwipfelgrenze kommen, um vernünftig wirken zu können. Also hat man sich dann dieses Konstruktes bedient, was natürlich auch taktisch total Sinn macht, weil die einfach auch gut getarnt ist an die Flak. Wenn die da mitten in den Bäumen ist und dann daraus schießen kann. Die steht also nicht irgendwo frei und man sieht sie sofort, sondern das hat sicherlich schon seine Daseinsberechtigung gehabt und sah bestimmt auch sehr interessant aus. Ich hätte gern Bilder davon. Wenn einer was weiß, was hat, immer her damit. Ja, und damit ist die Flak-Sterngeschichte hier auch erledigt. Wir gucken jetzt mal, hier sind noch 2-3 größere Bunker. Ja, da kommt man glaube ich nicht rein. Die sind irgendwie in privater Hand oder die sind auch auf Geländen, wo man keinen Zutritt hat. Wir fahren da aber noch mal eben hin und ich gucke mal, ob wir da noch den einen oder anderen Eindruck von bekommen kann. Bis gleich. Oh, einmal noch kurz zu dem Flakstern. Ich muss sagen, also das sind hier Bauwerke, die sind hier in der Region relativ einmalig. Vielleicht ist das sogar der einzige, der noch wirklich komplett erhalten ist in diesem Zustand. Denn ich muss mich immer fragen, warum macht man aus so etwas nicht so ein bisschen touristische Attraktion? Hier führt ein Weg lang. Ich zeige euch den nochmal eben. So, als auch so. Ich habe jetzt hier, seit ich hier gefilmt habe, ich will nicht lügen, 20 Fahrradfahrer waren es bestimmt, die hier vorbeigekommen sind. Man hat da so ein Bänkchen aufgestellt. Warum macht man nicht das? Wieso räumt man das nicht einfach mal frei? Das ist ja jetzt nicht wirklich Arbeit. Also das ist wirklich überschaubar. Dann stellt man hier eine schöne Infotafel auf, damit man auch mal ein bisschen was Geschichtliches vorzuweisen hat. Und dann lädt ja auch dieser Flakstern, lädt ja auch quasi zur Rast ein. Man kann sich da auf die Mauern draufsetzen, man kann da ein Brötchen essen, ein Botterram, sagen auch einige dazu. Und dann kann man hier verweilen und hat hier auch wieder einen Punkt, der irgendwo, also der auf jeden Fall Geschichte erklärt. Ja, und auch mit Sicherheit den einen oder anderen Touristen einfach sagen lässt, ja, das war gut, das war interessant, dass wir hier im Bevergern waren. Wir haben ja auch wirklich was gesehen. Wir haben, hier stehen Sachen rum, die habe ich noch nie zuvor irgendwo in Deutschland gesehen. Aber das, keine Ahnung, kreativ ist man scheinbar nicht. Das sieht dann hier so aus. Ne? Hier liegen irgendwelche Ablagerungen, irgendwelche Schnittgut. Da innen drin ist auch irgendwas verfüllt worden, hat auch irgendein Arschloch, Entschuldigung, irgendeine Scheiße reingeschmissen. Das regt mich einfach auf, mich nervt das. Ne? Das sind Leute, die sich hier einfach vollkommen unter ihren Möglichkeiten verkaufen. Mann, Mann, Mann. Und mit dieser herben Enttäuschung, um es mal im Stile der drei Affen zu sagen, beenden wir auch das Video hier. Ich habe gerade noch mal eben an den Bunkern da geschaut, aber das ist wirklich jetzt einfach zu belanglos. Das kann ich euch nicht auch noch präsentieren. Ich hoffe, die ganze Geschichte hier in
Bevergern. Hat euch ein bisschen gefallen. Ihr hattet ein paar interessante Eindrücke, Informationen. Und bleibt dabei. Kommen weitere Videos. Ich freue mich wie immer über ein Abo. Lasst ein Like da. Und am Ende der Straße, wir sehen uns die Tage. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ein bisschen einschläfernd heute Morgen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich breche das auch wieder ab. Genau, in diese Richtung, darunter, da befindet sich die Schleuse Bevergern. Also, das, glaube ich, irgendwie auch zwei Schleusen. Ich habe das jetzt auch nicht ganz verstanden, aber ich bin auch kein Schleusenfachmann. Nee, ist auch schlecht alle. Anmoderieren, ich sage euch das. Das ist eine Seuche. Anmoderationsversuch 2003, die erste. Ja, guten Morgen allerseits. Ja, jetzt war es wieder scheiße. Dieses Anmoderieren, das geht mir so auf den Senkel. Ey. Ich brauche da noch irgendwie so eine Floskel, die ich sage. Aber so eine doofe halt nicht. Das muss schon einigermaßen passen, ne? Ja, so, nochmal ein bisschen durchatmen. Überlegen. Und dann nochmal nach. Neu machen. Ja, wer ahnt, was kommt. Oh, wie gut, dass hier drei Schilder stehen. Das hätte ich ja sonst niemals gefunden. Ja, ist es wahr?